Tourismus und Ökologie, das sind ja zwei Themen, die oft nicht zusammengehen, beziehungsweise in einem Gegensatz, in einem ständigen Geben und Nehmen stehen. Es kommen auch manchmal seltsame Lösungen heraus, wenn ich mir das Urteil erlauben darf. In Zürs zum Beispiel beim Flexenrennen, bleiben wir mal dabei an diesem Hang, in dem ein Doppellauf hineingebaggert wurde. Beleuchtungspfosten, die dort Jahr für Jahr mit dem Hubschrauber hinaufgeflogen werden und am Ende der Saison wieder heruntergeflogen werden, um dann im Sommer auf dem Parkplatz zu rosten. Das macht ja ökologisch noch weniger Sinn, als die Masten stehen zu lassen. Na, insgesamt würde ich ja sagen, diese Weltcuprennen sind nicht wirklich Teil eines nachhaltigen Tourismus. Das ist vielleicht werbetechnisch für Lech gut, aber für andere Destinationen dann schon wieder nicht mehr. Und ich sehe auch nicht ein, warum dann gerade Lech immer alles bekommt und die anderen gar nichts bekommen. Also Lech bekommt Heliskiing, Lech bekommt das Weltcuprennen und die anderen sollen schauen, wo sie bleiben. Finde ich nicht fair, auch anderen Destinationen gegenüber. Und insgesamt stellt sich im Tourismus schon die Frage, wohin will man? Und da gibt es im Land durchaus unterschiedliche Zugänge. Das kleine Walsertal, das gehört bekanntlich auch zu Vorarlberg, geht einen sehr nachhaltigen Weg. Seit die Abstimmung gemacht haben zur damaligen Ifen-Seilbahn, wo klar war, das wollen wir in der Form eben nicht haben, versuchen die tatsächlich mit dem Angebot, das sie haben, auszukommen und in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Und das halte ich für den zukunftsträchtigen Weg. Es gibt im Tourismus Wachstumsgrenzen und es kann nicht sein, dass wir alles nur auf den Wintertourismus setzen oder das meiste und dort glauben, können wir machen, was wir wollen. Ausbau ohne Ende. Wir haben in Vorarlberg die höchste Skiliftdichte in ganz Europa. Das ist einfach genug, würde ich meinen. Und sollten Augenmerk darauf legen, können wir im Sommer mehr machen und können wir mehr in Richtung nachhaltigen Tourismus machen.